meine Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch mal ein Rezept für einen Paprikasalat mit Käse und Schinken. Zuerst bereiten wir das Dressing zu. Dazu braucht ihr Essig, Öl, Wasser, ein Päckchen Gartenkräuter, das könnt ihr jetzt schon mal verrühren. Und dann würzt ihr das Ganze noch schön mit Pfeffer und Salz. Jetzt rührt ihr das Ganze nochmal durch. Und damit haben wir jetzt schon mal das Dressing fertig. Jetzt brauchen wir Paprika, so ein Paprikamix mit Rot, Gelb und Grüner Paprika. Ihr entfernt euch oben den Struck. Dann halbiert ihr die Paprika. Und dann entfernt ihr die ganzen Kerne. Wenn ihr die Kerne nicht ganz rauskriegt jetzt mit dem Messer, haltet sie einmal kurz unter das Wasser und wascht die Paprika ab. Dann schneidet ihr euch die Paprika in kleine Würfel. Die Paprikawürfel gebt ihr dann in eine Schüssel. Jetzt schüttet über die Paprikawürfel unser vorbereitetes Dressing. Mischt das Ganze mal kurz durch. Und jetzt lasst ihr das Ganze erstmal kurz durchziehen. Dann brauchen wir noch Kochschinken und den schneiden wir uns auch in Würfel. Als nächstes brauchen wir Käse. Ich habe hier Emmentaler. Den schneiden wir uns in etwas größere Würfel. Die beiden Sachen geben wir jetzt mit in unsere Schüssel zu den Paprikawürfeln. Dann gebt ihr noch Sahne dazu. Jetzt rührt ihr das Ganze gut durch. Und dann lasst ihr jetzt das Ganze erstmal einige Zeit durchziehen. Vor dem Servieren schmeckt ihr euch den Salat dann nochmal mit Salz und Pfeffer ab. So, meine Lieben, damit haben wir dann den Paprikasalat mit Käse und Schinken fertig. So, das war's dann schon wieder für heute. Ihr habt gesehen, das Rezept ging eigentlich einfach. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.